Skandale kommen in der Welt der Leichtathletik oft vor und heute erzähle ich Ihnen von dem Skandal, der einer der besten Sportlerinnen Amerikas, Tara Davis, widerfuhr, und am Ende erfahren Sie die wunderbare Geschichte ihrer Liebe. Tara Davis Wotal wurde am 20. Mai 1999 in Agoura Hills, Kalifornien, geboren. Seit ihrer Kindheit liebte Tara das Springen und Laufen und wurde nie allein gelassen, da sie vier ältere Brüder und Schwestern hat. Wie viele Sportler interessierte sich Tara bereits in der Schule für Leichtathletik. Zu dieser Zeit war sie Schülerin der Agoura High School, wo sie erfolgreich an Leichtathletikwettbewerben teilnahm. Ja, so erfolgreich, dass es ihr gelang, sechs Schulrekorde in verschiedenen Disziplinen aufzustellen. Aber das war erst der Anfang, sie stellte auch kalifornische Staatsrekorde im 100-m-Hürdenlauf, 60-m-Hürdenlauf sowie im Weitsprung im Innen- und Außenbereich auf. Dadurch konnte sie ihr Land bei internationalen Wettbewerben vertreten. Im Jahr 2015 gewann Tara bei den Jugendleichtathletik-Weltmeisterschaften in Cali, Kolumbien, die Marke von 6,41 Hundertstelmetern und gewann die Goldmedaille im Weitsprung. Im darauffolgenden Jahr 2016 nahm die junge Sportlerin an der Auswahl des US-Teams für die Olympischen Sommerspiele teil, schaffte es jedoch leider nicht ins Team. Beim Dunamis Sports Group Prep Classic 2017 in Frisco, Texas, stellte Tara mit 6,68 Hundertstelmetern den nationalen Juniorenweitsprungrekord auf. Im selben Jahr 2017 gewann Tara bei den Panamerikanischen Spielen in Peru drei Medaillen, Gold im Weitsprung und 4x100-Meter Staffel sowie Silber im 100-m-Hürdenlauf. Nach ihrem Abschluss ging Davis an die University of Georgia, wo sie ihre Sportkarriere fortsetzte. Tara spielte für die Uni-Mannschaft und holte Bronze im Weitsprung bei den US-Collegiate Indoor Track and Field Championships. Im Jahr 2018 wechselte die Athletin an die University of Texas in Austin, was sie dazu zwang, die Studentensaison 2018-19 zu verpassen. Das hinderte sie jedoch nicht daran, zur Junioren-Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2018 nach Finnland zu reisen, wo sie im Weitsprung Bronze holte. Tara kehrte in der Saison 2019-20 zum College-Wettbewerb zurück und holte Silber im 60-m-Hürdenlauf in der Halle. Und schon in der nächsten Saison wurde Davis Meister im Weitsprung im Innen- und Außenbereich. Der letzte Sieg ermöglichte Tara die Qualifikation für die Nationalmannschaft und die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Doch im Finale konnte Tara mit einer Wertung von 6,84 m nur den sechsten Platz belegen. Am 17. Februar 2023 reiste Tara Davis nach Albuquerque, wo sie an den US-Hallen-Leichtathletikmeisterschaften teilnahm. Die Athletin schlug ihre Konkurrentinnen mit Leichtigkeit und durchbrach die Marke von 6 bis 99 Hundertmetern. Doch dann brach um ihren Sieg ein Skandal aus. Es stellte sich heraus, dass bei der Analyse ihres Urins, den sie vor Beginn des Wettbewerbs als Probe einreichte, der Gehalt an THC, der wichtigsten psychoaktiven Verbindung in Cannabinoidpflanzen, den zulässigen Grenzwert überschritt. Nach einer Untersuchung der US-amerikanischen Anti-Doping-Agentur wurde Tara Davis Wotal ihr Titel aberkannt und sie wurde für einen Monat vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Strafe sollte drei Monate dauern, aber der Athlet stimmte einer medikamentösen Behandlung zu, die die Dauer der Disqualifikation verkürzte. Und jetzt erzähle ich Ihnen wie versprochen eine wundervolle Liebesgeschichte von Tara und ihrem Freund Hunter Wotal. Diese Geschichte ist eine fertige Handlung für einen romantischen Film. Es gibt viele romantische Geschichten zwischen Sportlern, aber Tara und Hunter sind immer noch ein Einzelfall. Kennengelernt haben sich die Sportler bei studentischen Wettkämpfen im Jahr 2018. Davis gewann das 400-m-Rennen und Davis war so beeindruckt, dass sie zu ihm rannte und ihn siegreich umarmte. Nun, ich habe gewonnen und ich habe gewonnen, was ist das Besondere daran, sagen sie. Und Tatsache ist, dass Hunter mit einer angeborenen Erkrankung der Unterschenkelknochen geboren wurde, weshalb ihm im Alter von 11 Monaten beide Beine amputiert wurden. Wotal lacht, dass er seit seiner Kindheit beschlossen hat, da ich nicht laufen kann, werde ich rennen. Er probierte viele Sportarten aus und wurde jedes Mal von Trainern schikaniert und ungläubig. Doch am Ende entschied er sich für die Leichtathletik.
Hunter war der erste in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dem es nach einer Doppelamputation gelang, als vielversprechender Sportler ein Vollstipendium an der Universität zu erhalten. Aber zurück zur Geschichte. Hunter verliebte sich auf den ersten Blick in Tara und wusste sofort, dass er den Rest seines Lebens mit ihr verbringen wollte. Zuerst korrespondierte das Paar über soziale Netzwerke, dann besuchte Davis Hunter und rief sie bei einem ersten Date an. Das Paar baute lange Zeit Beziehungen auf Distanz auf, Wettbewerbe und Ausbildungen an verschiedenen Universitäten hinterließen ihre Spuren. Zum ersten Mal konnten sie nur während der Covid-19-Pandemie längere Zeit zusammen sein. Wie das Paar sagt, waren es die besten 6 Monate ihres Lebens. Am 16. Oktober 2022 verlobte sich das Paar. Jetzt sind sie so beliebt, dass sie im Prinzip überhaupt nicht auftreten könnten. Hochglanzmagazine schreiben über sie und träumen davon, irgendwelche Talkshows zu sehen. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu schreiben, Likes zu setzen und den Kanal zu abonnieren. Hier wird über Sport gesprochen.